Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest im Singleplayer-Modi mit Freddy als Kommentator, der mal wieder nicht sieht. Ahoi. Nur wenn du 16K-Leitung hast. Yep, ich könnte dir eigentlich wirklich eine Bildschirmübertragung machen. Die Kannst du auch lassen. Skelette werden uns also nicht mehr. Ja. Oh, ich habe die Nebenaufgaben gerade gar nicht fertig gemacht. Sorry, das habe ich gar nicht gewusst. Jo, wir nehmen jetzt heute auch mal eine längere Session auf, weil ich Vielleicht. sonst nie was geschissen kriege. Und das ist doof. Man sollte hören, dass ich meine Mikrofonqualität geändert habe. Das habe ich heute höchstens schon viermal gesagt. Jo, ne? Ich war gerade noch beim Händler und jetzt bin ich wieder in dieser Höhle. Danke. Weshalb ich übrigens gerade von Dämonen angegriffen werde. Wie Tropico. Du spielst Tropico, ich habe Fledermauszahn gefunden. Hier sind wir in der letzten Folge gestorben. Ich bin hier gerade Sind wir nicht. hingelaufen. Genau, sind wir einfach nicht. Nö, sind wir nicht. Ich spiele übrigens gerade mit einer Tastatur. Weshalb ich wahrscheinlich ziemlich oft fluchen werde. Weil die Tastatur ist echt scheiße. Aber ich habe immer Sorry, dass meine ich lebe. Rocket einfach mal ein Gläschen drüber gekippt. Ein bisschen Apfelsaft und er klingt immer so schön, macht alles kaputt. Ja, Mann. Ich habe meine komplette Tastatur im Arsch. Ich habe sie gestern, heute, gestern aufgemacht und mal reingeguckt und es ist einfach komplett alles durchgebrannt. Die ganzen Leitungen, die da drin sind, einfach alle durchgebrannt. Sieht richtig scheiße aus. So, jetzt hauen wir erstmal ein bisschen aufs Maul. Durch mein neues Mikrofon hört man auch mein Mausklicken dauernd. Was natürlich auch super ist. Ja, finde ich auch. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich werde es vielleicht noch ändern, indem ich noch einen Popschutz dahinter anbringe. Machst du nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Kostet zu viel. Ja, genau. Popschutz, der fast nichts kostet, kostet zu viel. Musik ist so geil im Spiel. In welchem Tropico? Ja. Ja. Hat er aber recht, Patrick. Wie sind die alle schwer? Ich will auch keine schweren Maps haben. Meine Maus hängt wie immer. Oh Gott, ich brauche ganz dringend mal ein komplett neues Equipment. Außer ein Mikrofon, das habe ich hier jetzt neu. Ha, 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 ha. Es gibt drei leichte, drei mittlere und der Rest ist alles schwer. Irgendwie so 20 Millionen Maps. Dann stell dich nicht an wie eine Pussy, kratze den Sand aus der Muschi und spiele eine schwere Map. Ich spiele eine mittlere Map. Wo bist du eigentlich gerade? In einem Sumpfbiom. Biom, ciao. Ja, ich sag jetzt Biom, weil wir in einem Also Eichenwald nach dem sind. Eichenhain, Olivenhain. Olivenhain, ja genau. Man hört das Klicken meiner Maus extrem. Meine Nase juckt. Verzeiht mir, wenn mein Mikrofon noch nicht perfekt ausgerichtet ist und perfekt eingestellt ist, aber das habe ich gerade erst bekommen, also zugeschickt bekommen. Und deshalb, ich habe das jetzt momentan noch so ein bisschen notdürftig stehen. Alter, ich hasse meine Maus. Ich werde meine Maus irgendwann nochmal umbringen. Und es ist echt lustig, dass Borderlands flüssiger läuft als Titan Quest. Ich habe übertriebene Rückenschmerzen. Einfach so richtig heftig. Ich muss mal kurz strecken gleich. Moment. Einmal kurz Pause. Okay, hat kein Stück geholfen. Es gibt als Hautfarbe dunkel und braun. Richtig schön rassistisches Spiel. Dunkel und braun? Das ist zum Glück nicht das gleiche, oder wie? Dunkelbraun. Dunkel, braun, Hautfarbe blond. Was? Gibt es hier? Das ist rassistisch. Ja, genau, werfen gerne, wenn du nicht willst. Was ist los?
Ich habe jetzt einen mit einer Wrestlerhose und einem Sombrero als Staatsoberhaupt. Ach du Scheiße. An wen hast du dabei gedacht? An mich selber. Nein, du bist der Führer. Du weißt doch, Hail Freddy und so. Danke. Wir sind ein bisschen anders equipped, deshalb habe ich ja eben, also ich habe eben beim Händler noch ein bisschen anderes Equip genommen. Und deshalb. Ich habe aus Versehen einen Heiltrank genommen. Wie gesagt, ne, ich spiele gerade auf einer ganz, ganz komischen Tastatur, eine alte von mir. Die ist super eigentlich, hier siehst du nicht ein. Ganz, ganz kleine Logitech. Logitech, Entschuldigung. Oh. Und die ist halt. Die ist vielleicht. Ich würde mal sagen, sie ist ein Drittel so groß. Also nein, sie ist ein Drittel kleiner als die alte. Ich weiß nicht, könnt ihr mal kurz googeln, wenn ihr wollt. Rocket Isco FX Multicolor. Multicolor. Die war schon echt ganz schick. Ja, ihr könnt es auch lassen. Die war schon echt ganz schick, auch am Leuchten. Und die neue, die ist nicht mal am Leuchten. Ich bin überlegen, ob ich mal leuchte. Bisschen mehr die neue alte, wolltest du sagen. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich die alte blau leuchtende wieder anschließe. Die auch total billig war. Okay. Ich glaube, das werde ich tun, die war ganz cool. Die hat auch blau geleuchtet, aber halt komplett. Und es ist wirklich gut, dass ich meine mein anderes Mikrofon nicht mit eingestöpselt habe, weil gewisse Programme gerne zwei Sounds aufnehmen, von zwei Mikrofonen. Ich zum Beispiel. Das hatte ich in einer Testaufnahme. Da hat Fraps einfach das T-Bone aufgenommen und mein Headset-Mikro. Sozusagen dadurch einen Stereo-Sound erschaffen. Das hat sich dezent komisch angehört. Hat es sich nicht. Nein, nein, man hat gehört, wenn ich mich am Kopf gekratzt habe. Das war zwar kein Problem, aber das ist deine Sache. Hat sich ein bisschen ekelhaft angehört, wenn man da und so eine so. Ich habe keine Ahnung, ob man das gehört hat gerade. Weißt du, so. Also Freddy hört das wahrscheinlich nicht, aber ihr hört das. Ja, sowieso gar nichts. Warum hörst du gar nichts? Weiß ich noch nicht. Bin ich leise? Nee. Okay. Geht eigentlich. Ja. Jetzt bist du leise. Ich rede auch gerade ziemlich leise. Lass das bitte. Regel nur 50%. Zum Glück höre ich dann klicken. Ja, das hört wahrscheinlich jeder auf der ganzen Welt jetzt gleich. Der Part hätte. Nein, der Part muss ja erst nächste Woche hochgeladen werden, fällt mir ein. Das hört jeder auf der ganzen Welt, du meinst Jörg. Ja, aber jeder auf der ganzen Welt könnte es hören. Das meine ich damit, weißt du? So, und jetzt gehen wir hier durch den Wald, finden den geheimen Händler. Hallo. Nun, ich habe nicht viele Besucher. Hm? Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Was hast du gesagt? Ach, machen wir das. Ja. Hat ein bisschen länger gedauert, aber... Schießen. Ich muss jetzt noch so zweimal ein Stärke skillen oder 20 Mal. Bis dann! Ich bin ein bisschen müde. Ich nicht. Oh, ich habe eine Quest gar nicht gemacht, die angemessene Opfergabe. Ach, dann muss ich mal kurz nochmal zurückporten. Einmal zu Schiffswrack-Neuigkeiten angeblich. Die habe ich wohl auch nicht gemacht. Ich cutte mal bis dann. So, wir sind jetzt bei den Schiffswrack-Neuigkeiten. Ich bin auch gerade passenderweise aufgestiegen. Gerade nochmal fast am Oger verreckt. Allerdings habe ich den dann ignoriert. Und wir leveln jetzt nochmal ganz kurz. Jetzt kann ich den Timer wieder anmachen. Männchen. So, Timer startet. Noch 10 Minuten. Wir nehmen... Die Wolf ist nicht. Einen darauf und einen auf die Seuche. Und jetzt gehen wir mal kurz zu Schiffsrad-Neuigkeiten, die ich tatsächlich vergessen habe.
Glaube ich zumindest. Die müsste hier gewesen sein. Ja, genau, da hinten sind die Truhen. So, das ist ja eigentlich Flächenschaden eher so. Aber ich habe auch die Flächenschäden gerade irgendwie nicht so richtig. Freddy ist natürlich noch dabei. Auf jeden Fall. Genau. So, und hier sind jetzt 1000 Sachen drin gewesen. Na, mir ist ein bisschen schlecht. Glaube ich dir nicht. Nee, das glaube ich dir nicht. Nee. Kann nicht sein. Ist nicht drin. So. Zu zweit unterwegs zu sein hat auf jeden Fall Vorteile. Alkohol? Man hat immer ein mobiles Portal. Verstehe ich nicht. So, das ist übrigens jetzt ein Tower. Der ist ziemlich stark. Ein Zyklop, Entschuldigung. Dem hauen wir nochmal kurz aufs Maul. Oder er gibt uns halt. Naja, was geht eigentlich noch? Wir sind halt nicht unbedingt 100%ig effektiv gegen ihn. Wir sind tot. Boah, das war knapp, Alter. Das war gerade echt extrem knapp. Nur wegen seiner komischen Zentauren will er ja genau die mich fast instant macht. Du brauchst mehr Energie. Seine komische Schockwelle macht mich fast instant dead. Und wir haben gleich schon keine Tränke mehr, das ist nervig. Und er ist tot. Ich bin tot, okay. Vergessen wir den Zentaur. Okay, wir sind gerade gestorben. Wie gesagt, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Es ist auch gerade erst 0 Uhr. Ich bin ein bisschen fertig. Anstrengender Tag heute gewesen. War's nicht. Zum Beispiel das total anstrengende Osterfeuer. War wirklich ziemlich anstrengend. Ja. Kein anstrengendes Trinken. Komische Menschen, die gar nicht hierher gehören. BZW, viel zu viele komische Menschen, die gar nicht hierher gehören. Mit ein paar habe ich hier gar kein Problem. Nein, ich wollte auf Logbuch. Scheiße, Quest. So, Schiffswrack-Neuigkeiten haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir noch einen angehen, müssen Opfergabe. Bis gleich. Ich kann auch einfach cutten, ist mir gerade eingefallen. Und das ist die Bosskönigin. Und das Spiel hängt gerade. Die Alte ist übrigens so stark, dass du mich fast one-hit tötet. Kann ich verstehen. Nichts in Öffnen. Sorry. Die greifen sie gerade beide an. Übrigens eine Mischung aus Natur und Verräter oder wie das heißt, was du da hast, Attentäter. Verräter. Wie heißt denn das? Gauner, glaube ich. Ja, genau. Das sind Gaunerei. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Wieso? Weil meine Hundis total viel Schaden machen. Wenn du die Folge skillt hast, machen die echt viel Schaden. Das sind 3 Stück. Du kannst dich selber heilen und du machst Giftschaden und so weiter. Ich glaube, das ist eine recht gute Mischung. Ich meine, ich habe das Viech erst einmal angegriffen und die Hundis haben das jetzt schon auf fast voll runtergepult. Also ein Drittel ist vielleicht noch. Dritte Leben. Ich würde behaupten, es wird sich lohnen. Das heißt ja nicht Havana Club, das heißt jetzt Tropicana Club. Alkohol. Finde ich gut. Jetzt gehe ich einfach drauf. Er sagt mich, soll hier ein Dings machen, ein Museum, aber ich krieg kein Geld dafür. Okay, doch, jetzt will ich Entwicklungshilfe bekommen. Was hast du dazu bekommen? Entwicklungshilfe. Super, wir haben die Quest geschafft. Das habe ich übrigens nicht als Klingeltor eingestellt. Und damit ist heute Tama zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen gepflegten Tag, was auch immer für eine Tageszeit ist.
Und es ist Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Tschüss, tschüss. Ja. Ach ja, ich muss den Olivenzweig noch kurz einsammeln. So, guck mal, da ist er. Zack. Und tschüss. So, Freunde, ich war jetzt gerade noch beim Karawanen hinter und habe gesehen, den Olivenzweig habe ich schon. Sorry, ich war gerade sehr verplant. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, übermorgen oder wann auch immer. Wieder zurück an der alten Stelle. Bis dann, tschüss.